So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Eine kleine Folge Ramses Minus wieder mal. Ich nehme diesmal ohne Kopfhörer auf, ne? Obwohl ich die immer richtig genial finde, wenn ich mich selber höre. Aber wenn ich das mit a Power Mirror übertrage, ist beim iPhone der Sound vom Ingame auch auf dem Kopfhörer und meistens so extrem laut, obwohl es in der Ausgabe mega leise ist. Da platzt mir alles. Deswegen kann ich das so nicht machen. Finde ich total doof. So ist aber wenigstens ein bisschen der In-Game-Sound vielleicht auch mit dabei, was das Ganze eigentlich noch ein bisschen stimmiger macht. Ich habe die komplette Superliga verpasst, ich habe die komplette Hyperliga verpasst, ich muss die Arschbacken mal zusammennehmen, da ich doch wieder Rang 21 erreichen will in jeder Season, deswegen muss ich jetzt endlich mal kämpfen. Ihr seht, ich habe bisher noch gar nichts gemacht, ich bin immer noch Rang 1, 0 Siege, 0 Kämpfe, längste Serie auch 0. Wir sind wahrscheinlich schon in der Hyperliga gerade in der Meisterliga gerade angekommen. Ich will jetzt mal hier reinstarten insgesamt. 1101, 1967, 14 Serie und 2,6 Millionen Staub verdient. Raider Mittwoch haben wir gesehen, einer hat 20 Millionen Staub verdient. Okay, Grüße gehen raus. Wir gehen jetzt mal hier rein in die Meisterliga und ich habe gedacht, ganz klassisch, ich hole mein Meisterliga-Team zurück, was ich sonst immer genommen habe mit Togekiss, Giratina, Dialga, Giratina, total Mist, da sind nämlich nur Geistattacken drauf, ich kann mich immer nicht entscheiden zwischen Geist und Drache und jetzt ist da nur Geist, total sinnlos, kein Spektrum drin, aber wir probieren es jetzt einfach mal mit diesem Team, gucken mal, wie weit wir kommen, ich gucke, ob ich wieder vielleicht 3 Sets mache. Was dann vielleicht circa wieder eine Stunde ist oder so. Wir fangen an gegen Marine. Togekiss gegen Marine. So, das sieht gut aus. Da würde ich wahrscheinlich sogar mit dem Togekiss einfach drin bleiben. Das Mewtwo ist auch nicht gemaxt. Das ist gerade mal 4131. Das ist jetzt nicht so brutal. Da können wir auch einmal durchlassen. Jetzt sehe ich schon wieder die Leute schreiben, ey, dein Togekiss, das hat gar keinen Flammenwurf, das braucht Flammenwurf, das bringt sonst alles nichts. Ja, mein Togekiss hat keinen Flammenwurf, da seht ihr richtig, weil ich immer nicht weiß, was ich damit mache. Wahrscheinlich gegen Metagross oder sowas, aber die Leute haben eh kein Metagross. Wenn die Leute Metagross haben, habe ich doch mein Giratina am Start. Auch hier, ich habe so ewig nicht gespielt, ich habe wieder gar keine Ahnung. Der hat jetzt hier mir schon ein Schild rausgelockt. Hat er jetzt einen Drachen dabei? Hat er was anderes? Und er hat was mit Stahl und er hat Melmetall. Ja, ich bleib mal kurz hier. Ich lasse mich, glaube ich, wahrscheinlich jetzt erstmal töten. Ihr hättet direkt gewechselt, aber ich glaube, wenn ich wechsle, wechselt er auch. Er kann ja noch wechseln, also lieber einmal sterben und dann einmal so rein. Melmetall ist natürlich der Gegner, den man am wenigsten möchte. Weil der einfach so bescheuert ist. So, lass mal den mal durch. Das kann der haben. Der kann immer alles haben, was gut gegen mich ist. Und ich habe immer nichts, was gut gegen ihn ist. Steinhage. Ja, kann er ruhig machen. Nehme ich so mit. Spukball ist auch schon fertig. Spukball brauchen wir auch. Weil Unheilböen natürlich nicht so viel Schaden macht. Die sind sogar fast beide gleichzeitig oben gewesen. Finde ich ganz gut. Er hat natürlich abgewehrt. Er hat auch noch ein Schild übrig. Ich würde trotzdem immer auf Spukball gehen gerade. Falls er doch mal einen durchlässt, dass er natürlich richtig reinhaut. So, nochmal Steinhagel, das kannst du ruhig so machen. Schaff ich's? Komm mal nochmal Spukball hier, lass mal durch. Jetzt kommt's wirklich drauf an, was der auch als letztes Pokémon hat. Ich habe das sonst immer regelmäßig gespielt. Ich habe regelmäßig immer alles gemacht, das hat auch immer alles gepasst. Aber jetzt in letzter Zeit so viel Stress, so viel anderes Zeugs, da kam ich wieder zu nix. So, das ist jetzt eigentlich sinnlos. Ich möchte aber mein letztes Schild behalten. Was habe ich denn? Dialga habe ich. Was kann Dialga? Dialga kann nix. Gut. So, Schildmann ist noch weg. Jetzt lädt er natürlich seinen Move schön gemütlich aus, auf. Ich habe noch ein fettes Dialga hier am Start. Dann greifen wir jetzt hier mit Feuer-Odem oder irgendwas an. Hat der Feuer? Nee. Das wäre natürlich jetzt richtig genial gekommen, wenn er einfach hier einen Feuermove hat und uns einfach eine draufsemmelt. Wir gehen mal aufs Ganze. Machen einfach mal Dragometeor zum Abschluss. Er kann ja eh nicht mehr schilden. Hauen hier nochmal so drauf. Also, Despota kann doch auch Flammenwurf oder irgendwas. Ne, Feuersturm. Feuersturm, glaube ich. Da wäre er natürlich gegen den Stahltyp sehr gut gerüstet. Aber wer spielt schon Despota mit Feuersturm? Wahrscheinlich niemand.
Gleichzeitig kann ich meine Medaille gleich ein bisschen pushen, sehe ich hier. Erster Kampf, alles easy, kein Problem. Alter, ich wäre fast gestorben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich setze mir lieber doch die Kopfhörer auf, dann fühlt sich alles anders an. Jori, Stufe 1, Rang 1, okay, Jori, Togekiss, komm mal her. Dragosto! Warum? Hat er das verwechselt mit dem Fossilcup oder was? Darf das überhaupt im Fossilcup dabei sein? Nebulak, verstehe ich nicht. Das ist der beste Gegner, bitte mehr davon. So kann ich auf jeden Fall ein paar Matches gewinnen. Ich kann es ja verstehen, dass Leute auf einem hohen Rang vielleicht absichtlich schlechte Pokémon nehmen, um zu verlieren, ein bisschen abzusteigen, runterzurutschen und dann mit einem Schwung wieder hochzugehen oder so. Also irgendwie gibt es ja, glaube ich, so eine Taktik, dass man sich runterlevelt, wie bei Penner Game damals, dass ihr euch schlecht gemacht habt, habt euch runtergelevelt und seid in den unteren Kategorien dann mit eurem besten Haustier, dem Elefanten und der Atombombe als Waffe wieder angetreten. Oh mein Gott, jetzt. Rihonyor. Er wechselt auf Regiram. Kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, wieso der hier auf Regiram wechselt. Der ist auch gleich tot. Vielleicht braucht er das Rihonyor noch für irgendwas. Der hätte doch Steine auf mich werfen können. Ich fliege doch eh in der Luft rum. Wann habe ich denn gegen Rihonyor mal gekämpft? Nie, glaube ich. So, lass einfach mal durch. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Der hat doch nur Feuer, der hat doch nur Drachen oder so. Oder er hat auch Dragomedior natürlich. Haut aber nicht rein. Angriff sinkt auch. Und er holt er sein Rihonyor zurück. Zeigt er uns sein drittes Pokémon. Wir haben nochmal Stahl. Ich wechsle jetzt mal hier aufs Giratina, weil er hat ja jetzt Metagross. Da können wir auch mit Unheilböen ruhig mal rangehen. So, Unheilböen. Und ihr seht natürlich das neue iPhone in Aktion. Das dürfte also jetzt nicht so extrem ruckeln, wie es das sonst immer macht. Das dürfte also jetzt eigentlich richtig gut aussehen. Richtig gut hier Action machen. Wir lassen das auch mal durch. Was kann der? Lichtkanone. Ja, geht bis zur Hälfte. Den Rest nehmen wir trotzdem mit. Er hat ja jetzt eh keine Moves mehr. Machen jetzt mal einen Spukball aufs Rihonyor und gucken, was der damit macht. So. Das Gameplay dürfte auf jeden Fall besser sein jetzt als sonst. Rein von der Qualität her, ja. Qualität dürfte jetzt einigermaßen passen. Ich habe noch zwei Schilde, ja, warum nicht? Nehmen wir mal eins, lassen seine Steinkante raus, hauen hier mal einfach noch eine Unheilböe drauf, dann müsste der auch weg sein und wir gehen damit nochmal zum letzten Gegner. Ne, warte mal, hat er noch einen? Hat er gerade seinen Regiram? Ne, war Regiram tot? Nein, er hat Metagross, hat er noch? Okay, egal. Das sieht gut aus, brauchen wir nichts mehr machen, nochmal Unheilböen, ist er dann auch weg, haben wir den gewonnen. Der dritte Kampf war deutlich besser als der erste. Gemütlicher. Am gemütlichsten war natürlich der zweite. Schon nochmal drei Matches gewonnen. Die Leute denken, glaube ich, mache das mit Absicht. Dass ich absichtlich warte 5 Monate, bevor ich das erste Mal ein Match hier drin mache. Damit auch ja die Gegner, die ich dann treffe, alle schlecht sind und ich hier gleich durchdrehe. Wundert mich sowieso. Die sagen dann immer, das sind gar keine Gegner, das sind alles nur Bots, die dann antreten. Aber wenn ich der bin, der mit Stufe 1 hier reingeht, da gibt es doch bestimmt noch andere, die auch mit Stufe 1 jetzt hier reingehen. Die nicht weiterkommen, was weiß ich. Kampf beginnt, ja, okay, mal gucken. Wen haben wir denn? 11.42 Uhr, naja, da sind wir dann kurz vor 13 Uhr, wenn wir fertig sind. Dann hochladen, das ist heute am Freitag frisch aufgenommen und soll bis 15 Uhr da sein. Dass heute Abend 20 Uhr sich alle auf die Premiere fokussieren. Die so hässlich wird, ich sag's euch. Ihr seht's schon am Thumbnail, wie hässlich die wird. Grüße raus an Pierre. Ich fand's genial. Ich fand den Pierre so genial in der Wanderung. Den musste ich unbedingt aufs Thumbnail draufpacken. Weil das irgendwie, es hat einfach gepasst. Ich habe auch von der alten Wanderung mit Shenaya das Thumbnail nochmal geändert. Und einfach meine Fresse ganz groß und verwirrt drauf. Sodass es immer ein Titelbild gibt, was direkt funktioniert. So, ich bin effektiv, er ist effektiv, das ist beides effektiv, er ist natürlich Elektro, wir sind Flug, der holt jetzt hier was mit Psycho rein, kann er machen, was macht eigentlich Antikkraft, ich weiß es nicht. Zeig mal Antikkraft, was du machst, machst du mehr Verteidigung, machst du mehr Angriff, schwächst du mich, schwächst du den Gegner, schwächst du alles und jeden,
Es haut da erstmal rein. Alles steigert sich von mir. Antikraft ist heftig, der Boss. Guck dir das an. Ich schilde mal. Ich möchte das wirklich so mitnehmen, wie es ist. Es ist ja jetzt eh gestärkt. Und es hat ja trotzdem gute Karten eigentlich gegen Sekrom. Jetzt hat er den Kai-Oger auch noch hier drin. Ja, das ist jetzt eigentlich Quatsch. Aber komm, wir steigern uns nochmal. Wir können ja dann nochmal auswechseln und was anderes nehmen. Wen haben wir denn zum Beispiel sonst so genommen? So, hauen wir hier drauf. Er wehrt ab. Ich gehe mal hier auf mein Giratina. Lass mal natürlich durch. Gucken, was der so macht. Jetzt sind wir doch so krass gesteigert, wenn er mit seinem Sekrom kommt, dass wir den einfach umrusen können, oder? Mit ein paar kleinen Moves. Ihr seht, ich nehme auch gut den Schaden mit. Jetzt ist er mit seinem Sekrom schon vorher drin. Nehmen wir hier wieder auf. So, einfach fabelhaft. Das lässt sich auch viel besser drücken, viel besser spielen, viel besser machen. Er hat immer noch ein Schild übrig. Ich lasse es mal durch. Ich brauche das Schild. Ich möchte das Schild unbedingt mitnehmen für Togekiss. Ich habe ja eh noch einen Dialga übrig. Lichtkanone. Der zerfetzt mich mächtig. Guck dir das an. Da können wir jetzt einfach auf den Spukball gehen. Wenn er jetzt nicht schildet, ist er tot. Wenn er schildet, ist er kurz danach tot. Also das dürfte auch passen. Und er schildet nicht und hat noch seinen Kyoko übrig. Plus noch ein bisschen Energie. Eigentlich müsste er jetzt aufgeben, oder? Er zögert es ja jetzt sinnlos hinaus. Was will er denn machen? Ich habe noch ein Schild, ich habe noch ein fettes Togekiss. Ich habe noch ein komplettes Dialga. Ich werde jetzt einfach das Dialga mal reinholen und da ein bisschen draufhauen, damit das auch mal was macht. Das Dialga hat bis jetzt eigentlich noch gar nichts Großartiges gemacht. Das war jetzt, glaube ich, der vierte. Ein Kampf steht noch aus zum fünften. Eigentlich müsste man den Fossil Cup spielen mit Begrenzung auf 1500 und nur hier so Gesteins-Pokémon und anderes Zeugs, irgendwas. Ich habe mir den noch gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht so wirklich, was da eigentlich abgeht. Aber habt ihr schon im Fossil Cup gekämpft? Schreibt's mal in die Kommentare. Hier haben wir ein sehr schönes Letter King, was ich... Hey, gewonnen! Oh, ich bin der Beste! Deswegen liebe ich die Meisterliga, ne? Letter King momentan auch ein Spawn, der einfach überall rumsitzt. Finde ich auch richtig genial. Wir holen mal hier schnell alles ab. Die Pokémon-Belohnung möchte ich immer am Ende abholen. Ansonsten hier alles mitgenommen. Und wir haben ein Machomai. Ein fettes, großes Machomai. Wir nehmen da einfach mal eine silberne, weil es da ja mehr Bonbons auch gibt. Wir beschleunigen das Ganze, indem wir natürlich den besten Ball nehmen. Eine Superbeere. Das Ding kann ja eh nicht fliehen. Eigentlich hättet ihr eine gelbe Beere nehmen können und hättet die ganze Zeit da drauf gebrettert. Aber ich will jetzt nicht 100 Mal werfen. Wir machen einfach so. Gucken mal hier rein, ob das ein gutes ist. 14, 15, 11, Hildburghausen. Ja, den haben wir aus der GBL. Den nehmen wir mal so. Kann man ja zum Tauschen auch mal verwenden. Steigen auf Stufe 2. Das ist sehr schön. Und sobald ich einmal angefangen habe, hier zu kämpfen und eine Folge aufgenommen habe, kann ich jederzeit abends, wenn ich mal vorm Fernseher sitze, der aus ist und mir langweilig ist, nebenbei auch ein bisschen GBL zocken und meine Sets spielen. Ich will immer warten, dass ich das allererste Mal, wenn ich reingehe, dann das aufnehme und deswegen komme ich immer nicht dazu, großartig irgendwas zu machen und das nimmt mich halt ein bisschen raus. So, das finde ich jetzt hier kacke, dass der wieder da ist. Ich hasse den. Ich hasse Melmetal als Gegner wirklich und momentan kriegst du ja aus der Meltan-Box überall Meltan raus, wieder mit Shiny-Chance jetzt. Also der nervt halt wirklich komplett. Knackrack am Start, sehr effektiv gegen mich. Ich sehe schon, wie meine Siegesserie unterbrochen wird, der macht mich doch kaputt. Was nehme ich denn gegen Knackrack? Alles ist kacke, selbst wenn ich jetzt mit Dialga komme, ist Knackrack auch kacke. Also, ich brauche Togekiss zurück, auf mich umzubringen. Ich brauch den aber eigentlich, den brauchst du doch gegen Melmetal. Ja, was hab ich denn gegen Melmetal? Hätte jetzt mein Togekiss Feuer, Verteidigung sinkt auch noch. Boah, das ist ja richtig mies. Das erste Set war richtig genial, das zweite Set, das kotzt mich schon wieder an. Liegt aber nicht daran, weil der Gegner so gut ist oder es Bugs gibt. Es liegt einfach nur daran, wirklich, dass mein Team halt sehr eintönig gerade gewählt war und er jetzt einfach
durch den direkten Wechsel den Konda-Vorteil hatte, ich nichts mehr machen konnte und eigentlich kann ich es jetzt wahrscheinlich schon aufgeben. Es ist trotzdem irgendwie, es ist immer Glück, mit Glück verbunden. Schon die ersten zwei, die sich gegenüberstehen, das kann schon wirklich immer entscheidend sein. Wenn du beim ersten gleich gut Schaden machst und der muss rauswechseln und du kannst hinterher wechseln, dann ist das wirklich wie eine kleine Verfolgungsjagd. Du verfolgst den, der ist nur noch mit Auswechseln beschäftigt und wegrennen und du... Ich hab keine Ahnung hier. Was ist das? Steinhagel, ja. Ach, es ist schön. Oh, es ist schön. Ich bin gleich tot. So, ich bin tot. Wir haben beide noch ein Schild. Er hat noch zwei Pokémon. Ich bin am Start. Ich bin Dialga. Wer bist du? Was hat denn der noch? Nix. Melmetall. Das ist der Kommentarbereich natürlich wieder gefragt. Wenn ihr ein Melmetall seht, was ist euer bester Konda? Welchen Konda empfehlt ihr für Melmetall? Am besten wäre es wahrscheinlich, ein Kampf-Pokémon reinzunehmen. Vielleicht sollte ich mir einfach ein Krypto-Macho mal reinholen und der schlägt den einfach tot oder so. Das wär's. Ansonsten sind mir da die Hände meistens gebunden in meiner Auswahl, die ich habe. Ich freue mich immer, wenn ich Metagross sehe. Da fühle ich mich noch relativ sicher. Bei Melmetall, da geht mir immer alles flöten. Mewtwo? Herr Mewtwo. Ich lasse den einmal durch. Wenn ich tot bin, ist eh zu spät. Ich bin nicht tot. Ich muss mal gucken. Er schildet ja bestimmt jetzt, oder? Er schildet. Ich werde wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, nochmal zu schilden. Aber wenn ich schilden kann, um seinen Move abzuwehren und nochmal einen von mir durchzubringen, dann wird es sogar vielleicht noch funktionieren. Obwohl, er hat so schnell aufgeladen. Ich glaube, er hat seinen Charge-Move nochmal voll, bevor ich meinen Eisenschädel voll habe. Oder komm, bitte. Nein, ich war doch voll. Ey, der Eisenschädel war voll. Wäre er jetzt durchgegangen, hätte ich sogar noch gewonnen. Ich hätte das Match noch gedreht. So ein bisschen Energie. Es war gut, den ersten durchzulassen, aber der Eisenschädel hat zu lange gebraucht, um voll zu werden. Mewtwo hat genau in dem Moment, wo meins voll war, noch seinen Move gemacht, hat mich jetzt besiegt. Aber war knapp. Es war knapp, eigentlich wäre es nicht so knapp, ja? Also eigentlich hätte ich das... Ja, haben wir aber nicht. Gut, hilft nichts. 17 Minuten. Was ist das? Jetzt habe ich nicht aufs Level geguckt. Mann, Togekiss gegen Mewtwo. Ein alter Bekannter. Ja, dann bleib mal drin, mach deine ganzen Psychostöße, die du hast und dann bin ich wieder tot. Oder wechsel raus, die Option hast du ja auch. Komischerweise ist Antikraft sowieso meistens als erstes fertig, oder? Nicht jetzt wird gedrückt, nicht jetzt. Eisstrahl, sehr effektiv. Oh mein Gott, er fetzt sogar noch mehr als der erste. Komischerweise habe ich gefühlt irgendwie danach mehr Schaden gemacht als davor. Kann das sein? Weil ich so viel Angst hatte, dass er mir wehtut, dass ich schnell was anderes gemacht habe. So, er hat schon einen Move verbraucht. Wir kommen mal hier rein. Wir nehmen jetzt einfach auch mal hier Drache gegen Drache. Da können wir unsere Moves ein bisschen auffüllen. Wir halten viel aus. Der kann nicht viel machen. Der ist auch tot. Machen wir es halt jetzt auf die Art und Weise. Sein Mewtwo ist auch noch am Start irgendwo. Er hat jetzt hier ein Despo da reingeholt. Das ist sowieso gut, weil hätten wir jetzt nämlich unser Giratina drin. Wäre das für das Despo da wieder blöd. Das mag das nämlich auch nicht. Das ist auch sehr effektiv. Wir werden mit dem hier versuchen, jetzt das Despo da noch irgendwie ein bisschen zu plätten. Das ist auch weg und konnte nicht mal einen Move machen. Und jetzt hat er ja eigentlich nur noch sein Mewtwo. Und wir haben schon wieder den Eisenschädel voll, ja. Der die ganze Zeit jetzt uns im Stich gelassen hat. Und jetzt in der Runde ist er der Schlüssel zum Erfolg. Ich lasse es auch mal durch. Ich gehe jetzt, ich fühle mich so siegessicher. Ich will, dass Togekiss nochmal ein Comeback hat. Guck mal, wir leben sogar noch. Wir leben noch. Wir machen noch ein bisschen Schaden und jetzt kommt Togekiss. Die Entscheidung. Togekiss hat's gerissen. Togekiss hat das Mewtwo rausgenommen.
Kriegt er noch einen Blumenstrauß? Nee, kriegt er nicht. Der war nur angetäuscht. Dann haben wir eine weggeworfen nach hinten über die Schulter. Sind jetzt wieder am Start. Zweiter Kampf. Mein Ziel, ihr wisst es, ist ja immer wenigstens 3 Siege in einem Fünfer-Match, dass ich die Pokémon-Belohnung bekomme. Die Pokémon-Belohnung ist mir eigentlich immer das Wichtigste, weil ich es cool finde. Ich gucke zwar ganz am Anfang, wenn das angekündigt wird, einmal drauf, was ungefähr so drin sein kann, aber ich habe das irgendwie nach gefühlt 5 Sekunden wieder vergessen und bin dann jedes Mal wieder überrascht. Auch über das, Machomai, was man gerade gesehen hat, war ich sehr überrascht. Der macht bestimmt einen Surfer. Jetzt kommt er mit dem Blizzard um die Ecke. Nein, er macht einen Surfer, das ist sehr gut. Bräuchte ich jetzt eigentlich gar keinen Move machen, sondern den Rest so runterdrücken, gucken, was er als zweites hat. Niemand würde wahrscheinlich mit Togekiss gegen Kyogre kämpfen. Ich mache einfach mal meinen Move, egal was reinkommt, ich mache einfach Antikkraft. Es hängt schon wieder, okay. Da kommt Despota. Okay, Despota am Start. Ja, Despota, was geht klar? Was machst du da? Lass mal mir noch einen Move machen, bitte. Lass mal noch einen Move machen, bitte. Ein Move. Er lässt sogar noch einen Move machen. Finde ich gut. Ich finde Despota halt... Weiß ich nicht. Ich habe auch noch nie mit Despota gekämpft. Ich sehe ja schon, Despota braucht auch 100.000 Jahre, um mal seinen Move vollzukriegen. Also gefühlt mit Despota reißt du halt auch nichts. Und als letztes Stalobor. Das sieht doch gut aus, weil wir jetzt nämlich... Naja, doch Giratina nehmen. Und dann versuchen. Lassen wir einen... Oh, nee, warte. Ich glaube, der haut mega rein. Oder? Schlagbohrer? Nee, der haut nicht mega rein. Gut. Dann können wir uns Stück für Stück jetzt hier vorarbeiten. Weil wir ja Geist haben gegen den Stahltyp, der gut Schaden machen würde. Er noch einmal abwehrt, wir noch zweimal abwehren. Ab jetzt wehren wir auch einfach alles ab. Ist egal, wir müssen jetzt nicht aufs Ganze. Hol mal die Dialga rein, mach mit die Dialga den Rest. Lass das Giratina in Ruhe. Aber ich muss ja gucken immer, wie viel der mir Schaden macht, wenn irgendwas ist. Komm, wir gehen jetzt sogar auf Spukball. Wir nehmen uns die Zeit, wir gehen auf Spukball. Der ist kurz danach fertig geworden, das passt. Ramses Minus ist back. Das dürfte dann... Ist das der dritte Sieg jetzt dann? Nee, das ist noch nicht das vierte Match. Das ist, wir haben einen gewonnen, einen verloren und jetzt noch einen gewonnen. Also ich glaube, einen Sieg brauche ich noch und es sind noch 2 Matches. Hauptsache, ich kriege meine Pokémon-Belohnung dann wieder. Das ist so zeitlos. Du gehst da rein, du vergisst sofort alles, wo du gerade bist und was du eigentlich gerade machst. Immer dasselbe Team. Dieses Team hatte ich theoretisch schon, als ich das allererste Mal GBL gespielt habe. Damals war Togekiss noch nicht auf 50. Damals war Giratina nicht auf 50. Damals war Dialga nicht auf 50. Mit der Zeit hat man dann immer XL gesammelt. Oh, jetzt kommt der wieder. Da habe ich wieder gar keine Ahnung. Das bringt auf jeden Fall nichts. Wir wechseln am besten mal. Gehen mal hier drauf, weil wir nicht genau wissen, was wir machen sollen. Gegnerische Attacke, lass mal durch. Vielleicht sollte ich einfach mal googeln. Beste Konter gegen Melmetal, Meisterliga. Laut NGL.1, Gruden zieht sämtliche Stahlwesen aus dem Verkehr und ist damit ein harter Konter zum gefährlichen Melmetal. Wird selbst aber nur von dem Quintett aus Dragoran, Palkia, Kyogre, Ho-Oh und Lugia bedroht. Groudon, Gudrun, die empfehlen Gudrun. Ja, aber wenn ich Groudon reinnehme, wann kommt denn Groudon mal zum Einsatz bei mir dann? Der wäre ja dann nur im Team extra, falls mal ein Melmetal auftritt, dass man das besiegen kann. Und so oft ist das ja nicht da, ja? Jetzt bin ich hier auf Dragometeor gegangen. Heimlich, still und leise nebenbei. Das, so wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also wir wissen, Groudon ist der Beste. Groudon ist die Reste. Hier nehmen wir nochmal Togekiss rein. Ja, der hat uns vorhin nämlich gute Dienste erwiesen. Ja, das... Eigentlich hätte ich den jetzt runterfarmen müssen, Energie sammeln müssen, 20 Moves voll machen müssen und dann, wenn er mit seinem Kackding wieder reinkommt, einfach alles draufschmeißen.
Überlebe ich einen Surfer? Ich hoff's. Ich hoffe, ich überlebe einen Surfer. Ich hoffe, er macht einen Surfer. Er macht einen Surfer. Ich überlebe einen Surfer vielleicht. Er macht noch einen hinterher. Dann lass mich lieber sterben und lass schon mal aufladen bei meinem Giratina. So. Du lässt jetzt alles durch, dass ich schön ganz viele Spukbälle habe, die ich dann aufs Melmetall machen kann, weil das lebt ja noch. Das ist ja genial. Wer braucht denn da schon Gudrun, Groudon? Wenn man ein Giratina hat mit Spukball. Woo! Und noch ein Move, fertig. Das heißt, am Anfang immer direkt auf die Jalga jetzt wechseln, um den Gegner zu verwirren. Wir gehen auch auf Nummer sicher, nehmen noch ein Schild an. Dann steht das wirklich so da, ja? Das ist ja genial. Mitten im Kampf einfach mal schnell googeln. Groudon zieht sämtliche Stahlwesen aus dem Verkehr, ist damit ein Hadakonda zum gefährlichen Melmetall. Ja, stimmt, weil Groudon ist ja nicht nur... Groudon hat ja hier Feuerschlag auch. Feuer, also wenn du ein... Ich weiß gar nicht, ob mein 100er Feuerschlag hat. Wenn nicht, müsste man dem das vielleicht mit einer Top-Lade-TM noch draufgeben. Ich habe noch nie mit Groudon gekämpft. Ich könnte meinen Groudon mittlerweile auch auf Level 50 pushen, habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Wäre dann vielleicht in der Meisterliga auch noch eine Option, dann wüsste ich aber nicht, als was... Ich habe ja gegen Stahl trotzdem eigentlich immer Giratina drin, ja. Und die fangen schon wieder an mit Melmetall. Es ist doch zum Kotzen. Und gegnerische Attacke, alles dabei. Also Togekiss finde ich immer ganz gut gegen die ganzen Drachen. Die Jalga nehme ich immer so aus Spaß rein. Die Jalga wäre dann also was, was ich eigentlich als erstes austauschen könnte, weil der ja meistens gar nicht zum Einsatz kommt und die anderen gute Dienste machen. Vielleicht die Jalga mal austauschen irgendwann gegen Groudon. Wäre eine Option. Es ist auch total sinnlos, hier Eisenschädel zu machen, ich weiß, aber mir fällt nichts anderes ein. Wenn ich auf Dragomedeor gehe, dauert viel zu lange, schwächt mich komplett ab und er schildet ja eh. Also muss ich mit Stahl gegen Stahl kämpfen, was total sinnlos ist. Er hat Mewtwo drin, Digga, er hat Mewtwo. Jetzt lass mich doch endlich wechseln, ich sterb gleich, Mann. Hä? Er ist tot! Warum ist er tot? Warum bin ich tot? Ich muss auf Togekiss. Hätte ich einen Move gemacht, meine Moves waren doch alle voll. Nein, er stirbt natürlich. So. Du kannst jetzt auch gleich sterben erstmal. Monsieur. Ich werde das überleben, da schwöre ich drauf. Und dann kann ich hier weitermachen. Und er hat nur noch das eine. Und ich habe noch mein Gutes. Also eigentlich stehe ich jetzt gerade gar nicht so schlecht da, oder? Das zweite Mal dann, dass ich ein Melmetall besiege, obwohl ich keinen Groudon im Team habe. Ich glaube, das ist Rekord für mich persönlich. So, was machst du jetzt? Komm, ich mache hier ein bisschen was raus. Du machst einen Move. Bloß nicht aufs Schild gehen jetzt. Bloß nicht aufs Schild. Der muss alles rausgeben und ich muss den schön schwächen. Der kann mich ja grillen oder sonst was machen. Ich würde vielleicht jetzt direkt rüber wechseln, weil wenn er jetzt genau seinen Move gemacht hat, dauert es ja länger, wenn er den wieder machen will. Ah! Bloß nicht auf Unheilböen. Schnell auf den Spukball. Ich hoffe, es hat links noch nicht reingedrückt. Wir gehen dazu rechts. Rechts. Rechts auf Spukball. Mach mal. Mach mal einen Spukball. So. Also bis jetzt habe ich noch keinen Wutanfall gebraucht bei Giratina. Es hat bisher immer geklappt, wenn ich das so gemacht habe. Wir sind fertig und wir haben 4 von 5 gewonnen. Den letzten haben wir halt nicht. Gibt's 1900 Staub und wir haben einen Raffel. Raffel gab es ja auch bei Pokémon Unite, ne? Habe ich jetzt aber nicht mitgenommen, als es das gab. Ich habe schon so lange kein Pokémon Unite mehr gespielt. Wer von euch spielt alles Pokémon Unite? Wer hat schon mal Pokémon Unite gespielt? Wer spielt noch regelmäßig oder wer kennt das nicht und wird sich's jetzt mal reinziehen, weil man es erwähnt hat? Kann man ja irgendwann auch mal wieder machen, ne? Irgendwann kann man das bestimmt mal dann auch mal wieder machen. So. Wir sind jetzt Rang 3, wenn wir das nächste gewinnen. Also eigentlich, ich glaube, es ist ja egal. Selbst wenn du alle 5 Matches verlierst, würdest du trotzdem dann automatisch Rang 4 sein. Wir gehen rein. Wir schauen.
dass wir jetzt dieses eine noch, wir sind jetzt bei 29 Minuten, wir haben also eine halbe Stunde gebraucht für zwei Fünfer. Ich will ja eh eigentlich auf eine Stunde kommen. Vielleicht schaffen wir es und kriegen sogar noch zwei hier rein, dass wir also vier Sets gemacht haben statt drei Sets. So, er ist gewechselt auf Rihonjo. Sehr schön. Damit kann ich wieder nichts anfangen. Es hängt die ganze Zeit. Er hat schon seine Attacke voll, weil es gehangen hat. Der macht bestimmt hier Felswerfer, irgendwas hin und her. Soll ich wechseln? Soll ich nicht? Er macht Surfer? Na, da bleibe ich doch drin, wenn er Surfer macht. Mach Antikraft, was Stein ist, gegen das Gesteins-Pokémon. Warum nicht? Du musst keine Ahnung von GBL haben, du musst einfach nur Spaß haben. Und wenn du Spaß hast, dann ist auch egal, ob du gewinnst oder verlierst. Der schildert nämlich auch ab. Ich glaube, noch ein Surfer würde er wahrscheinlich nicht machen. Deswegen schilde ich jetzt auch mal ab, weil jetzt macht er nämlich, pass auf, er macht Surfer. Warum macht er Surfer? Ich weiß es nicht. Jetzt lass mich bitte schnell ihn umbringen, Energie gesammelt haben und Mewtwo. Da wäre jetzt vielleicht das Giratina gut. Ich habe doch schon gesehen, er hat noch einen Zekrom drin. Das kann mir also nicht krumm kommen. Ich gehe jetzt also auf mein Dings. Wie heißt's? Genau, da gehe ich jetzt drauf. Ich wehre auch mal ab. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich den umbringe. Da brauche ich jetzt meinen Charge Move gar nicht mehr, aber ich glaube, der Charge Move ist schon eingeloggt, oder? Ja, leider. Ah, den hätte ich jetzt aber nicht gebraucht. Das hätte ich jetzt so einfach gemacht und dann wäre gut gewesen. So, der ist fort. Jetzt kommt wieder der Zekrom. Jetzt haben wir natürlich den Brettschiss. Wir können unseren Spukball machen. Der braucht länger. Er hat natürlich Drachenattacken gegen mich. Ich habe keine Drachenattacken gegen ihn. Das hat trotzdem reingehauen. Spukball macht trotzdem immer gut Schaden. Er wehrt sich nochmal. Er versucht es noch einmal. Er kann eigentlich aufgeben. Er zieht es unnötig in die Länge. Und ich sehe bei dem Ausschlag hier, wie mega laut der Ingame-Sound ist. Ich hoffe, dass der nicht zu laut ist. Ich habe das hier auf Stufe 1 gestellt. Ja, wenn man hier mal guckt. Das ist aus und das ist Stufe 1. Das ist aus. Und das ist Stufe 1. Und Stufe 1 zeigt bei mir an, das ist auf der Hälfte von der kompletten vom Maximalton. Also als wäre es Stufe 5 von 10, obwohl es Stufe 1 von 10 ist. Und da wundert ihr euch, wieso ich Ohrenschmerzen kriege, wenn ich Kopfhörer dann aufhab, weil es einfach so mega laut ist. So, wir bleiben wieder hier drin. Das habe ich gelernt, denn wenn ich jetzt wechsle, wechselt er auch und dann habe ich wieder den Nachteil. Deswegen immer am Anfang den Gegner unter Druck setzen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Psychostoß, wenigstens kein Eisstrahl. Jetzt wechselt er raus. Wir nehmen den Knacksack. Wir hätten jetzt natürlich auch was anderes nehmen können, was eigentlich ein bisschen doof ist, weil ich ja gegen Erde und Bodenzeugs bin ich ja eigentlich sehr anfällig. Der haut jetzt hier einen raus, aber der dürfte mich nicht ganz weghauen. Aber wir haben ein bisschen was gesammelt und dann kommen wir zurück und wir haben immer noch unser Giratina da, denn wer weiß, was er noch hat. Ah, ich bin tot. Gut, wir sind tot. Wir nehmen jetzt mal diesen Kollegen hier. Versuchen ein bisschen was zu sammeln. Wir haben beide noch zwei Schilde. Er hat noch sein Mewtwo. Scheiße, der hat aber... Ja, jetzt wäre natürlich, ne? Also, ich glaube, die Runde geht nicht gut für mich aus. Togekiss, was geht ab, Bruder? Oh, ich schaff's nicht. Ich glaube, bis mein Togekiss fertig ist und ich sie da reinholen kann, bin ich schon tot. Ich kann noch keine Moves mitnehmen. Ich muss seine Schilde wenigstens rauslocken. Er hat dann immer noch Mewtwo am Start. Er hat alles am Start. Er ist einfach total... Er ist Gott. Er ist Gott. Guckt euch Gott an. Aber ich bin da. Ich bin nicht Gott, aber ich bin trotzdem da. Und ich habe keine... Doch, ich hab noch zwei Schilde. Bin ich jetzt komplett bescheuert und er hat keine mehr, oder? Das heißt, es sieht doch gut aus für mich. Ich mache nämlich jetzt einfach so. Und dann mache ich einfach so hinterher. Und dann hat er ja nur noch das. Hä? Wie ich eben noch... Ich hab doch glatt verloren. Also ich habe keine Chance und nichts. Und jetzt plötzlich bin ich wieder in der Oberhand. Wie geht das denn?
Guck dir das an. Mewtwo ist tot. Ich hab... Ich hab gewonnen, obwohl ich dachte, ich bin tot und ich habe gar keine Chance mehr. Und plötzlich habe ich noch zwei Schilde. Weil der sich auf seine Quick Moves verlassen hat, dass die mich schön runter machen. Und dann konnte ich wechseln. Und dann war er am Arsch. Wie Beine, ne? Und dann konnte er nichts mehr machen. Das finde ich gut. Lila aus der 10A ist dran mit Machomai. Das gefällt mir. Wenigstens mal einer, der Machomai benutzt. Mit 2-7. Da fehlt auch noch ein bisschen was. Trikefalo, wir sind immer noch sehr effektiv. Das ist sehr gut. Da machen wir noch ein paar Rückwärtssaldo, bis wir fertig sind. Und was hat er als drittes? Komm, nehmen was Dummes. Oh, Bruder Lander. Das gefällt mir auch sehr gut. Das schaffen wir auch so. Er hat aufgegeben. Das ist die Macht eines Togekiss. Deswegen gönnt euch Togekiss Level 50. Es muss kein 100er sein. Aber ihr habt damit trotzdem gerade in der Meisterliga gegen schwächere Gegner oder sonst was schon immer einen kleinen Vorteil. Ich habe den auch gerade angelegt. Der ist bei mir noch Best Buddy. Stufe 4. Herzen. Best Buddy angelegt. Hat noch einen Best Buddy Boost. Deswegen ist sie auf 3800 noch was. Das macht nochmal ein kleines bisschen was aus. Mewtwo ist zurück. Mewtwo, probier dein Glück. So, hat dieses Mewtwo Psychostoß, ja? Hat's Spukball? Hat's was ganz anderes? Wir lassen es mal durch, hoffentlich hat's keinen Eisstrahl. Beim Eisstrahl bin ich nämlich fast tot. Und er hat Psychostoß. Warum setzt den keiner mit Spukball hier ein in dem Moment? Ich dachte, die sind so, die fangen das jetzt frisch und nützen es dann direkt in der Meisterliga. Weil die das halt einfach so machen. Jetzt geht meine Rechnung aber nicht ganz auf, weil gefühlt ich jetzt gleich tot bin. Ich bin tot. Ne, ich bin nicht tot. Ich weiß nicht, was ich gerade bin. Der hat doch nur 4-1. Wieso war ich jetzt am Arsch und er nett? Hat einen anderen Quick Move gehabt, ja? Hat er wieder was anders gemacht. Melmetal. Ich muss raus. Er geht auch raus. Er wechselt. Wir haben Giratina gegen Giratina. Ah. Welches ist höher? Ich habe einen 100er auf 50. Ist er auch ein 100er? Ist er auf 50? Hat er was anderes? Hat er kurz was? Es ist und bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Er hat auf jeden Fall keine Moves mehr. Ich muss mir das jetzt alles aufheben, so blöd es klingt, weil ich gegen Melmetal alles einsetzen muss. Ich muss also versuchen, ihn mit den Quick Moves runterzuhauen. Guck mal, er würde vor mir sterben. Ich glaube, ich muss einmal Unheilböen gleich machen. Sonst macht der nochmal und dann bin ich weg. So, einmal Unheilböen. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, der bringt mich nicht um. Aber wenn ich... Guck mal, ich habe so viel Energie wie er jetzt so Energie. Das muss reichen. Der muss weg sein. Und dann habe ich plötzlich hoffentlich noch einen Spukball übrig. Den ich auf... das Melmetal werfen kann. Angriff steigert sich auch gerade bei uns. Verteidigung steigert sich auch. Ich merke mir das auch immer nicht. Unheilböen musst du viel öfters einsetzen. Du siehst, das zieht alles hoch. Der steht dann besser da. Wir wechseln mal kurz hier auf den Otto, dass der die Attacke abfängt vom Melmetal. Dass der jetzt aufs Maul kriegt, aber nicht stirbt. Und wir den Rest vielleicht ganz gemütlich hier noch runter machen. Wir können auch nochmal hier Eisenschädel machen. So, ganz gemütlich in Zeitlupe. Eisenschädel fertig, nicht sehr effektiv, ist tot und er hat nichts mehr. Wir haben gewonnen. Guck dir das an. Das war jetzt, war das dritte Match? War das das zweite Match? Ich glaube, es war das dritte. Zwei Stück müssten es, glaube ich, noch sein. Ramses der Dicke. Ramses der Dicke. Der Dicke. Der Dicke, Dicke. Liang Bin 23. Da bist du aber noch jung. Das freut mich aber für dich. Wir haben schon wieder einen. Wir haben einen Bodentyp, ja. Einen Bodentyp. Wenn ich sehe, ich mache mehr Schaden als er, dann bleibe ich meistens drin und wechsle nicht aus. Das ist die Devise, die ich immer verfolge. Der kann doch mit Boden gar nichts machen gegen Flug, oder? Der hat sehr effektiv. Na gut, er hat Gestein. So, was hat er jetzt? Die Jalga. Pass auf. Er hat die Jalga, ich hab... Ach du Scheiße, er hat 4620. Das heißt, sein die Jalga ist ein 100er. Unwahrscheinlich mit Best Buddy.
Sonst wäre der nicht so hoch. Der ist höher als meiner. Meiner ist auf 50 mit 100%. Er hat einfach 150%. Macht jetzt noch Drago-Meteor. Das war ein Fehler, oder? Der schwächt sich jetzt ab. Er macht weniger Angriff. Er kriegt mehr Schaden ab. Das ist doch jetzt ein Vorteil für mich komplett. Das heißt, ich zersäge den doch jetzt direkt hier. Und er ist weg und ich habe meinen Move schon wieder fast voll. Aber ich habe natürlich ein Schild weggenommen. So. Wo waren wir gerade? Bei Dimeteros waren wir. Dimeteros, ja, der macht halt jetzt hier seine Gesteins. Und dann bin ich... Kraftkoloss, okay, dann macht er Kraftkoloss. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt. Reisen wir da noch was mit Togekiss? Ich weiß es nicht. Hat er irgendwas voll? Der hat Antikkraft voll. Ach, wir machen das jetzt einfach mal so. Wenn der Move voll ist, machen wir einfach noch den Move. So. Antikkraft. Draufgezimmert. Nochmal kurz. Ne, er hat gewechselt, oder? Er hat gewechselt, er hat gewechselt. Das hält auch ein bisschen durch. Da hat ja auch ein Apex drin. Sehr effektiv. Nochmal sehr effektiv. Er hat noch zwei Schilde. Ich habe ein Schild. Ich muss gucken, dass ich mit meinen Unheilböen vielleicht mich steigere im Angriff. Oder seine Verteidigung. Meine Verteidigung steigere, mein Angriff steigere. Dann mit den Schildern hin und her. Hat es was gebracht? Bis jetzt hat es nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ich weiß nicht, was der kann. Ich würde ihn einmal durchlassen. Himmelsfeger. Ja. Jetzt hat er immer noch einen Move. Oh mein Gott, es zieht so viel ab. Nein! Achso, ich habe ja noch ein Schild. Es zieht so viel ab, aber der hat ja auch noch ein Schild. Der wird auch nochmal abschilden. Himmelsfeger. Ja, da wäre ich auf jeden Fall jetzt tot gewesen. Ich muss das machen. Ich brauche unbedingt diesen Angriffsboost. Ich brauche den Verteidigungsboost. Der ist nicht garantiert. Der schildet ab. Es boostet sich auch nichts von meiner Seite aus. Er wechselt raus. Er hat Dimeteros drin. Er ist tot. Ich bin auch tot. Aber sein Nukia war ja noch im Hintergrund. Weil er das schnell rausgenommen hat. Also gestorben. Trotzdem 4 Matches wieder gewonnen. 4 von 5 gewonnen. Wieder die 1900 nicht bekommen. Wieder ein Raffel. Ich glaube, das wiederholt sich alles. Guck mal, wie schön du auch hier auf dem iPhone werfen kannst. Das ist so flüssig, das ist so gemütlich, das ist richtig schön, da drauf zu werfen. Wir sind bei 42 Minuten, das heißt, wir können noch ein viertes mit reinbringen. Wir machen noch ein viertes Set, wir werden aber das Raffel hier. Gefühlt sind die Meisterliga-Matches die, die am schnellsten vorbei sind. Wenn ich das sehe, wie manchmal da unten rumgefuchst wird in der Superliga, da brauchst du manchmal für einen Kampf schon 10 Minuten und hier hast du für einen Kampf 2 Minuten und bist dann schon fertig, weil es einfach so fett geht und alle so brutal mit sich umgehen. Ich muss meinen Blumenstrauß wieder rausmachen. Das passt einfach überhaupt gar nicht zur GBL dazu. Der Akku hält auch noch dazu. Roserade ist am Start, was jetzt für mich nicht so brutal wirkt. 2,9. Okay. Es ist sehr effektiv. Okay. Weil Gift auf Fee brutal ist, dann nehme ich lieber mal ein Schild. Ich habe noch nie gegen Roserade gekämpft, ja. Strauchler. Keine Ahnung, wir machen Antikkraft in der Hoffnung, dass wir stärker werden und mehr aushalten und mehr Schaden und in der Hoffnung, dass der hier weggeht. Er geht natürlich nicht weg, aber vielleicht... fällt er trotzdem eher um als wir. Es ist bestimmt total bescheuert, das zweite Schild schon rauszulocken, aber zu benutzen. Egal was der hat, eigentlich bin ich doch sowieso direkt tot. Außer er hat einen Drachen. Hey, er hat einen Drachen! Aber wir konnten trotzdem nicht viel machen. Ich muss jetzt eigentlich die Dialga nehmen. Sonst ist er die ganze Zeit effektiv gegen mich. Wenn ich Giratina genommen hätte. Also das war gerade wirklich bescheuert. Ich hätte einfach nicht schilden sollen. Wäre jetzt frisch in den Kampf gegangen. Hätte den Rest so gemacht. Hätte dann gesehen, was er hat. Hätte nochmal durchgewechselt. Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Habe ich es wieder bescheuert gemacht, ja. Toxikack ist auch am Start. Ist auch schon wieder sehr effektiv. Dieses dämliche Vieh. Mach mal nochmal so.
Der schildert. Ich gehe mal hier drauf. Gegen den ist er wahrscheinlich auch effektiv. Nee, ist er nicht. Er hat auch kein Schild mehr. Da müsste einmal Unheilböen aber reichen. Komm, du machst keinen Schaden. Du machst keinen Schaden. Du machst Wuchtschlag. Du machst wirklich keinen Schaden. Okay. Er gibt auf. Das ist gut, wenn ihr den Gegner zum Aufgehen bewegt, aufgeben bewegt, nötigt, dass der einfach sagt, du bist der Boss. Das ist das Beste, einfach. Du bist der Boss. Das müssen die sagen. Wie beim I Quit Match von der WWE, wo sie sagen, I Quit. Hätte ich eine Kampfliga, dann müssten die immer sagen, du bist der Boss. Weil das ist viel erniedrigender. Despotat Togekiss. Ich glaube, ich kann ein paar Rückwärtssaldos machen, oder? 1, 2, 3. So, er kommt mit Dragoran. Rückwärtssaldos. 1, 2, 3, 4. Warum machen wir jetzt Antikkraft? Ich weiß es nicht. Ich drücke nicht in der Mitte vom Bildschirm, damit die Moves sich aufladen. Ich drücke direkt auf den Move die ganze Zeit, dass er sich auflädt. Und dann ist er automatisch schon eingedrückt. Also hätte man jetzt auch ohne den Move machen können. Hätte man jetzt auch einfach warten können. Aber was will er machen? Will er Despotat zurückholen? Wäre ja Quatsch. Eigentlich müsste er sein drittes holen, sonst hätte er Despotat nicht ausgewechselt. Was ist das dritte? Und es ist Despotat wieder. Gut, ja, dann können wir jetzt hier weiter Rückwärtssaldos machen. Gefühlt ist er nicht mehr im Kampf, oder? Ich glaube, ihn hat es rausgeschmissen wegen der Verbindung, weil er hat ja jetzt gar nicht angegriffen. Und es dauert auch ewig. Alles. Ich glaube, die Verbindung hat ihn rausgeworfen. 1 und 1. Nein, 1 und 1 ist ja gutes, ist ja gute Sache. Ja, habe ich noch nie was Schlechtes drüber gehört. Hier, Vodafone, ne? Ist er wahrscheinlich wieder. Kabel Deutschland. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Vodafone und Kabel Deutschland jetzt das gleiche ist, weil Vodafone macht immer so schöne Werbung und Kabel Deutschland ist für mich der letzte Dreck und jetzt sagen alle, Kabel Deutschland gibt's nicht mehr, das ist Vodafone. Heißt es dann, dass Vodafone jetzt der letzte Dreck ist? Weil die sind ja jetzt Kabel Deutschland. Oder wie kann man das sagen? Das sieht gut aus. Du bist der Boss. Habt ihr das gehört, wie er das wieder gesagt hat? Du bist der Boss. So, dann lass mal den Boss mal Boss sein. Gehen auf Kampf Nummer 2. Ja, der erste hat aufgegeben und der zweite hat einfach sein Internet ausgeschalten. Der hat einfach seinen Router schon aus dem Fenster geworfen und hatte dann kein Internet mehr. Dorgekiss, Melmetal, ihr kennt den Trick, wir gehen einfach auf die Jalga, egal was passiert, warum auch immer. Ich habe einfach keine andere Wahl, als hier drauf zu gehen und dann blöd rumzustehen. Gefühlt, weil der ja nichts gegen mich machen kann. Und jetzt macht er Kraftkoloss und ich bin tot. Und es ist, was macht er? Steinhagel. Ist okay, Bro, ist okay. Er holt Dragoran rein. Dragoran. Ich muss auf jeden Fall dann mein... Ich muss Schilde rausloggen. Das sind so Aufgaben, die man sich setzt. Ich muss Spukbälle aufladen. Und ich muss dann mit dem Giratina wieder gegen die... gegen das Kautschuk antreten. Das ist wichtig. So, er macht was. Wenn er nochmal Steinhagel macht, ist das eigentlich egal. Aber hat er nicht... Wucht... Wuchtschlag. Nee, nicht Wuchtschlag. Hat er, wer war denn das? Es war doch nicht Metagross. Einer hatte doch hier Fokus, Stoß, Schlag. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall schildet er erstmal. Das ist gut. Er schildet erstmal. Er macht schon wieder den nächsten Move. Wodurch ich jetzt wahrscheinlich sterbe. Ich vielleicht hätte auch mal schilden sollen. Oder auch nicht. Ich will nicht schilden. Nicht schilden. Hör auf zu schilden. Mach mal noch einen. Ah, er hätte fast noch einen gemacht. Warte, wir nehmen mal Togekiss. Wir machen nämlich ein bisschen Schaden. Und er hat zwar Steinhagel, aber ein Steinhagel werden wir ja wohl noch überleben. Ja, so viel traue ich dem noch zu. Und dann können wir ihn noch ein bisschen auf den Sack gehen. Und dann ist er eigentlich schon gleich tot. Und dann frage ich mich, vor was ich Angst habe. Denn wenn ich jetzt gleich unseren Kollegen hier reinhol. Ach nee, der hat immer noch einen. Er hat ja immer noch einen. So, er kann. Gegen uns kann er doch nichts machen, oder? Oder was war da jetzt?
Steinhagel? Nee. Warum habe ich nicht die ganze Zeit Giratina reingeholt? So als er die Hälfte ungefähr hatte. Das wäre doch gegangen. Giratina ab der Hälfte. Was aufladen, was draufladen, was hinschmeißen. Guck mal, das macht nix. Guck mal. Komm, wir machen das Ding jetzt zu, bevor der nochmal einen Move macht. Ich habe jetzt keinen Bock, dass der hier nochmal. Der macht immer so oft seine Moves. Also wir machen das Ding zu. Ich glaube nicht, dass der abwehrt. Er ist jetzt auch weg. Er hat jetzt noch hier ein Lugia drin. Wir sind sehr effektiv. Wir probieren es mal direkt mit dem Spukball. Entweder stirbt er oder er wehrt ab. Ich tippe mal auf abwehren. Nein, er wehrt nicht ab. Der hat ihn voll durchgelassen. Ja, und jetzt kann er ja eigentlich gar nicht mehr viel machen. Jetzt ist sein Nuke ja auch gleich tot. Ich nehme mir mal das Schild mit. Mach das gemütlich. Mach den Rest so ganz normal mit dem Quick Move. Dann ist er fort. Der ist auch tot. Das dürfte das dritte Match gewesen sein. Der dritte Sieg. Das heißt, die Pokémon-Belohnung ist schon wieder da. Zwei Kämpfe sind es noch. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Das geht sich locker aus. Und das finde ich cool, weil sonst habe ich, glaube ich, immer wirklich nur 3 Matches geschafft, also 3 Sets in einer Folge und die gingen trotzdem, ja gut, die gingen trotzdem, glaube ich, 45 Minuten sonst. Also passt das ja. Und jetzt ist es so und dann passt es also auch. So, wir haben ein Kampf-Pokémon, aber auch mit Stahl drin und jetzt haben wir ein Despotar, aber ohne Stahl drin. Ich glaube, wir bleiben einfach hier, machen weiter Rückwärtssaldos. Das machen wir nämlich so gern. Und guck mal, bis der fertig ist, ist er tot. Also Despotar ist gefühlt der leichteste Gegner und er gibt schon auf. Er gibt einfach auf schon. This is a bot. This is a Casto Production. Dieses Despotar is a Casto Production, also ich sag's dir. Das dürfte jetzt der letzte sein. Schafft man nochmal ein 5er-Set. Der allererste war ein 5er, 5 von 5. Der letzte jetzt, ein 5er, 5 von 5. Wäre guter Abschluss nochmal. Zwischendurch dann immer 3, 4, 4. Sumpex. Oh, jetzt wird's wieder kompliziert. Er kann Aquahaubitze und Erdbeben. Der wird Aquahaubitze jetzt machen, ja. Wie viel zieht das ab? Oh, geht. Ich bleibe jetzt einfach hier dabei. Weil guck, wir sind jetzt schon wieder im Vorteil. Er kann gerne nochmal machen. Wir haben ja gleich noch einen Move voll. Ja, die Dialga wäre jetzt also nicht so cool. Togekiss. Holt er jetzt echt Togekiss gegen Togekiss? Dann ist es jetzt nicht gut, wenn ich... Ach, Mann. Nein, ich hätte das... Dann muss ich jetzt die Dialga nehmen. Ich kann nicht mit Dings kämpfen. So. Weil die Dialga halt einfach ein bisschen mehr aushält, ja. Und das ist jetzt auch der einzige Grund. Ne, und weil Eisenschädel unglaublich brutal reinhaut. Aber Giratina wäre da nichts geworden, das wäre so leicht umgefallen, wenn ich mich recht entsinne. Also müssen wir versuchen, nochmal den Eisenschädel durchzuboxen, wenn er uns so weit kommen lässt. Vielleicht wechselt er auch vorher wieder raus. Ich nehme auch schon mal ein Schild jetzt hier. Ich habe schon wieder vergessen, was der als anderes Pokémon noch drin hatte. Komm, wehe, du wechselst raus. Er wechselt nicht raus. Ich muss das jetzt wegmachen. Ich krieg den sonst nicht weg. Ich schaff das nicht mit dem Giratina. Ich muss mein letztes Schild nehmen. Ich muss hier einmal den... Nein! Und er wechselt natürlich. Und ich, Idiot, ich drück natürlich drauf, dass der Eisenschädel durchgeht, den ich eigentlich hätte mir aufheben müssen. Aber das ist in der Hektik, in der Rage... Nee, ich kann das nicht. Ich muss das so tun, ne? Jetzt ist er wieder da. Und hat noch einen Dragoran. Und ich habe gar nichts mehr. Er hat mein ganzes Leben zerstört einfach. Vielleicht komme ich noch zum Spukball. Wenn ich jetzt nicht umfalle, komme ich vielleicht noch zum Spukball und kann wenigstens dem noch eine draufgeben. Drachenklaue, ja, also bei der Hälfte ungefähr. Ist das aber schlau, einen Spukball zu machen jetzt? Dann habe ich gar keine Energie mehr. Stehe gegen das Togekiss. Das macht 2 Rückwärtssalto und ich bin tot. Und das war's dann. Das hat noch nicht mal gereicht. Der macht bestimmt noch eine Drachenklaue, oder? Ja. Okay, also 5 zu 5. 5 von 5 ist nicht geworden. 4 von 5 ist nochmal geworden zum Abschluss.
Dann nehmen wir den halt noch so mit. Also das war ein starkes Team. Auch wenn ich mich immer noch nicht erinnern kann an die Pokémon. Er hatte einen Togekiss, einen Dragoran. Und was war das andere? Habe ich schon wieder vergessen. Hier wird aber nicht zurückgespult. Das sind Tatsachen, Entscheidungen in dem Moment. Da wird nicht nachgeguckt. 2200 Staub hätte es gegeben am Ende. Hier ein Panzer Aeron. Guck, wie flüssig du da werfen kannst. Bruder! Ah, daneben. Noch ein einfach fabelhaft. Da wäre doch was gewesen, ne? Oh, und ich hoffe wirklich, dass die Audio, dass die, das, der Ingame-Sound nicht zu laut ist. Sonst muss ich den das nächste Mal... Ich kann da nichts machen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, dass ich den Ingame-Sound hier, zack, einfach ausstelle und dann alles so mache. Aber fehlt doch irgendwie dann das Feeling. Da fehlt doch das Kampf-Feeling, wenn ihr das nur so habt, oder? 1190. Oh, jetzt ist dieses Super-Match, wo egal was ihr macht, ihr sowieso weiterkommt und schöne Bären bekommt. Aber das seht ihr nicht mehr. Das ist mein Geheim-Match jetzt. Was haben wir jetzt bis jetzt gemacht? 20 Kämpfe, 17 Siege. Längste Serie 8. Wir haben die längste Serie also immer noch als 14 oben stehen. Mehr haben wir nicht geschafft. Haben jetzt hier dreimal verloren bei 20 Kämpfen. Das ist doch eigentlich ganz okay, oder? Aber sind ja alles Bots, ist ja alles nix, sagt ihr immer. Also werde ich mir darauf auch nichts einbilden. Ich werde hier jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter kämpfen, dass ich meine Sets für heute noch voll mache. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Das lade ich jetzt hoch und denkt dran, heute Abend 20 Uhr die große Premiere. 12 Pubs, 12 Bier, die goldene Meile 2.0 mit Mark Niemals und Dolepi. Das ist immer was ganz Besonderes. Habt kein komisches Bild von uns. Das musst du einfach mal gemacht haben im Leben, wenn du ein Junge bist, ne, der ein Ziel hat im Leben. Dann musst du die goldene Meile mal absolviert haben. Und ob wir es geschafft haben, das seht ihr heute Abend. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.